Der wahrscheinlich häufigste Buchhaltungsfehler ist die falsche Verbuchung von Rechnungen. Oder die richtige Verbuchung von falschen Rechnungen, was auch wiederum falsch ist. In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du falsche Rechnungen korrigieren kannst. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und Rechnungen sind im Alltag omnipräsent. Also man hat ständig mit Rechnungen zu tun. Aber relativ wenige Leute nehmen diese Rechnungen wirklich 100% ernst und auch so wichtig, wie sie eigentlich sind. Denn ein großes Problem im Alltag von fast jedem Unternehmen und fast jedem Selbstständigen ist falsche Rechnungen. Eine ordnungsgemäße Rechnung hat bestimmte Angaben. Und wenn Angaben fehlen, ist diese Rechnung falsch. Und aus falschen Rechnungen darf keine Vorsteuer geltend gemacht werden. Das heißt, wenn du eine Rechnung bekommst, die in irgendeiner Form falsch ist, dann darfst du die Umsatzsteuer, die auf dieser Rechnung ist, nicht mehr in deiner Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen. Das führt dazu, dass der Rechnungsbetrag für dich höher ist. Und da musst du natürlich ein großes Interesse haben, dass die Rechnungen, die du bekommst, korrekt sind. Und auf der anderen Seite solltest du natürlich auch ein Interesse haben, dass deine Rechnungen, die du verschickst, immer 100% korrekt sind. Weil wenn die nicht korrekt sind, hat dein Kunde genau das gleiche Problem. Dann kann dein Kunde nämlich nicht die Umsatzsteuer geltend machen, aber du musst sie trotzdem abführen. Vorab schon mal ein wichtiger Hinweis, du findest unten in der Videobeschreibung eine Checkliste, die verlinke ich dir da einmal. In dieser Checkliste stehen alle Rechnungsbestandteile, die in einer Rechnung aufgeführt sein sollten. Das heißt, diese Checkliste kannst du dir runterladen, ausdrucken, an die Wand hängen, was auch immer. Du kannst mit dieser Checkliste überprüfen, ob alle Rechnungen, die du bekommst, wirklich ordnungsgemäß sind und natürlich auch, ob die Rechnungen, die du versendest, eigentlich richtig sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass nicht jeder Fehler auch wirklich zwingend korrigiert werden muss. Also wenn es um einfache Zahlendreher geht oder Tippfehler, dann muss das nicht korrigiert werden, wenn der Kontext und die Verständlichkeit der Rechnung trotzdem klar ist. Also wenn ich beispielsweise eine Rechnung bekomme und da steht statt Melchior Neumann, Melchior Naumann, dann ist trotzdem klar, dass ich gemeint bin, wenn die Adresse und sonst alles auch richtig ist, dann muss diese Rechnung nicht zwingend korrigiert werden. Wenn allerdings wichtige Rechnungsbestandteile einfach fehlen oder komplett falsch sind, dann muss die Rechnung unbedingt korrigiert werden. Also beispielsweise, wenn die Rechnungsnummer fehlt. Oder aber ganz gerne vergessen tatsächlich das Leistungsdatum oder der Leistungszeitraum. Wenn der nicht aufgeführt ist, dann ist diese Rechnung falsch und dann kann aus dieser Rechnung auch keine Vorsteuer geltend gemacht werden. Oder aber die Beschreibung und die Art der Dienstleistung oder der Produkte, die da verkauft worden sind. Das muss immer zwingend richtig sein. Immer wenn die Rechnung falsch ist, muss sie von dem Rechnungsersteller korrigiert werden. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Information. Du als Empfänger einer Rechnung darfst diese Rechnung nicht eigenhändig korrigieren. Das muss immer von dem gemacht werden, der die Rechnungen ausstellt. Schauen wir uns doch einmal genauer an, wie man eigentlich ganz konkret eine Rechnung korrigiert, um rechtlich nicht irgendwie später Probleme zu bekommen. Da unterscheidet man im Wesentlichen zwei Szenarien. Und zwar einmal das Szenario, dass eine Rechnung noch nicht erfasst wurde. Ganz konkret bedeutet das, dass diese Rechnung noch nicht im Umlauf gebracht wurde. Das heißt, du hast sie noch nicht als PDF abgespeichert, du hast sie bei dir noch nicht in der Buchhaltung erfasst und so weiter und dein Kunde hat sie auch einfach noch nicht bekommen. Dann ist diese Rechnung noch nicht in den Umlauf gebracht. Das zweite Szenario ist immer dann, wenn die Rechnung schon im Umlauf ist. Das heißt, wenn sie irgendwo schon mal erfasst wurde. Wenn du also per E-Mail eine Rechnung bekommst von einem Dienstleister, dann hat dieser Dienstleister diese Rechnung wahrscheinlich bei sich schon erfasst und diese Rechnung ist halt ganz offensichtlich schon im Umlauf. Dann muss die anders korrigiert werden. Schauen wir uns erst einmal an, wie korrigiert man Rechnungen, die noch nicht im Umlauf sind. Und da ist die Korrektur eigentlich auch ziemlich einfach. Da kannst du nämlich tatsächlich einfach das Dokument, was du in deinem Rechnungsprogramm hast, beispielsweise einfach löschen und unter der gleichen Rechnungsnummer einfach eine neue korrigierte Rechnung erstellen und die dann versenden. Aber es gibt auch kein Dokument, das vorschreibt, dass eine Rechnung aus einem Dokument bestehen muss. Das bedeutet, wenn du eine Rechnung erstellt hast und wichtige Angaben vergessen hast oder bewusst noch nicht beantworten konntest und die noch offen sind, dann kannst du diese Rechnung ergänzen mit einem zweiten Dokument. Also wenn du beispielsweise die Rechnungsnummer vergessen hast auf deinem ersten Dokument der Rechnung, dann kannst du auch einfach ein zweites Dokument erstellen, wo du dann die Rechnungsnummer draufschreibst. Wichtig ist natürlich, dass du auf diesem zweiten Ergänzungsdokument dann Bezug nimmst auf die Rechnung, damit man weiß, dass das Ganze zusammengehört. Und natürlich müssen dann diese Dokumente, die da zusammengehören, auch immer zusammen erfasst werden. Also bei dir in der Buchhaltung als auch beim Kunden, weil auch später muss ja nachvollziehbar sein, dass das zusammengenommen eine Rechnung ist. Rein praktisch im Alltag
ist es aber in solchen Fällen, in den allermeisten Fällen, das Einfachste, wenn du einfach die falsche Rechnung, die noch nur bei dir im System ist, einfach löscht und eine korrigierte Rechnung ausstellst. Komplizierter ist das Ganze bei Rechnungen, die schon im Umlauf gebracht worden sind. Also das zweite Szenario. Dann gibt es ja schon eine Rechnung. Also wenn du beispielsweise eine Rechnung gestellt hast, in Höhe von 1.000 Euro für einen Beratungstag. Du hast aber beispielsweise die Adresse des Kunden vergessen auf der Rechnung. Oder aber du hast deinen Leistungszeitraum nicht angegeben. Das heißt, du hast nicht draufgeschrieben, wann dieser Beratungstag eigentlich stattgefunden hat. Und du hast diese Rechnung verschickt. Und jetzt beschwert sich dein Kunde, dass diese Rechnung ja falsch ist. Zugegebenermaßen auch vollkommen zu Recht, weil aus dieser Rechnung kann dein Kunde keine Umsatzsteuer geltend machen. Das heißt, der Kunde hat einen Anspruch auf eine korrigierte Rechnung. Was du jetzt nicht machen darfst, ist, dass du diese Rechnung einfach korrigierst und dann nochmal verschickst. Weil dann gibt es zwei Rechnungen mit der gleichen Rechnungsnummer. Und das darf nicht sein. Was du machen musst, ist ja ehrlicherweise ein bisschen aufwendig, aber das muss gemacht werden, damit das rechtlich sauber ist. Du erstellst nämlich eine Storno-Rechnung. Also gehen wir davon aus, dass deine erste Rechnung, die falsche Rechnung, die Rechnungsnummer 1 hatte. Dann erstellst du jetzt eine weitere Rechnung mit der Rechnungsnummer 2, und zwar eine Storno-Rechnung. Und eine Storno-Rechnung sieht exakt gleich aus wie deine Rechnung Nummer 1, nur halt mit negativen Vorzeichen. Das heißt, du erstellst eine Storno-Rechnung und da steht dann drauf, Beratungstag minus 1.000 Euro und dann schickst du diese Storno-Rechnung auch an deinen Kunden. Du in deiner Buchhaltung kannst jetzt ja einmal die Rechnung und die Storno-Rechnung miteinander ausgleichen und die haben sich quasi einmal neutral. Genau das Gleiche kann dein Kunde dann auch erledigen und ist quasi auch in seiner Buchhaltung sauber. Und dann hast du die Möglichkeit, mit der Rechnungsnummer 3, also wieder einer nächsten Rechnungsnummer, eine richtige Rechnung mit allen Angaben zu erstellen. Und das ist wichtig, dass du diesen Prozess einhältst. Und das Ganze gilt natürlich auch, wenn du Rechnungen bekommst. Also wenn du eine falsche Rechnung bekommst, brauchst du von deinem Dienstleister oder Lieferanten on top jetzt eine Storno-Rechnung und eine korrigierte richtige Rechnung. Das heißt, wenn eine falsche Rechnung in den Umlauf gebracht worden ist, brauchst du am Ende drei Dokumente. Die falsche Rechnung, die Storno-Rechnung für die falsche Rechnung und die korrigierte, am Ende richtige Rechnung. Sonst kann das immer zu Problemen führen in der Betriebsprüfung und führt meistens zu einer ordentlichen Umsatzsteuernachzahlung. Ich weiß, dass dieses ganze Thema ja relativ trivial klingt. Ich möchte aber dich wirklich dafür sensibilisieren. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und in unserem Alltag, in Zusammenarbeit mit unserem Mandanten, ist das wirklich der mit Abstand häufigste Fehler. Der ist so alltäglich und so trivial und so einfach eigentlich, dass ihn ganz, ganz viele Leute vergessen. Aber wenn man mal Umsatzsteuerbeträge zusammenrechnet, dann kommen da wirklich große Beträge zusammen. Und deswegen ist das an dieser Stelle mein Appell an dich. Nimm die Korrektur deiner Rechnungen wirklich ernst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir sagst, okay, Rechnung ist das eine, aber wer macht denn dann anschließend meine Buchhaltung, meine Umsatzsteuervoranmeldung, meine Steuererklärung und so weiter? Dafür hast du ja gar keine Zeit, wenn du jetzt so viel dich auf deine Rechnung konzentrieren musst. Dann gib das Ganze doch einfach uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung. Alle Informationen, wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst oder schau dir einfach eins unserer weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.